Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt die. Mathilde. Psst. Genau. Folgendes: In unserer Festung waren wir am Graben und ich höre da eine Person, ein Zombielein graben. Und das war natürlich gleich eine Schreitante. Und ich bin raus auf unseren quasi Balkon, hab mal geguckt, was da los ist. Und dann hat sie natürlich mich gesehen, geschrien. Und dann kam gleich ein Nemesis und ein Leuchtezombie und ein paar andere. Und haben die ganze Bergwand, die so aus Sand und Lehm besteht, weggeschlagen und uns quasi überrascht. In eines Zombie-Welle kann man so ungefähr wie bei World War Z. Die waren ziemlich schnell und tja, auf einmal vor uns und ich bin tot. Ja, und sie sind aber in der Basis nicht mehr zu sehen. Warum? Tatsächlich. Hast du sie ich habe sie jetzt gerade kontrolliert. Hast du sie alle getötet? Nein, aber sie sind hier nicht mehr drin. Also ich habe sie, sind ja mir gefolgt, also ich bin da quasi drin gestorben. Ja, ich weiß, dein Backpack liegt da auch, aber die sind nicht mehr da. Und ich sehe gerade, dass wir hier gar keinen Betonmischer haben. Hm. Guck gerade, ob wir noch Betonklötze hier irgendwo rumliegen haben. Nee, ist alles leer, leer, leer. Also wir brauchen oben auf jeden Fall auch Blade Traps. Ja. Absolut. Und wir müssen uns irgendwie noch einen Notfallplan ausdenken, wenn die wieder dran vorbeikommen, dass wir, wie wir da wegkommen. Also wir haben auf jeden Fall noch Steinplattenblöcke, die reichen aber nicht. Hm. Da ist das Loch, die waren da quasi drüber. Wir sind hier gewesen und die haben sich dann seitlich durch die Wand gegraben. Früher wären die einfach hier den einfachsten Weg runtergefallen oder wären einfach auf die Gitter gegangen. Hier aber nicht. Schade. Hier unten sind sie aber auch gewesen. Hier sind ja auch Sachen kaputt. Oh, da. Och, Menno. Ich brauche 900 lumige Erde. Fuck you. Kannst du mir einen Frame runterwerfen? Gerade nicht. Ich hab aber nichts. Ja, warte, ich wollte nur den Dings in Auftrag geben, den Crucible. Wo muss ich denn lang hier? Was bist du denn? Kannst du da nicht hochspringen? Nein, ich komme da nicht hoch. Ja, ich bin hochgekommen. Ja, hier, ich spring gegen und er rennt nicht hoch. Oder klettert nicht hoch. Ah, doch. Okay. Jetzt habe ich dir gerade einen Frame runtergeworfen. Ich hole ihn mir gleich. Er ist nicht leicht. Guck mal, ich hole nochmal einen Frame. Ich übe das nochmal. Und schupp. Frame. Und schupp. Und nochmal auf B drücken. So, dann lasse ich mal gleich hier den Bogen. So. Dann würde ich doch mal zu unserer alten Basis fahren und da Beton machen. Mhm. Beziehungsweise gucken, was wir noch an Betonmischung und so da haben. Weil eigentlich war ja unser Plan, dass wir heute so ein bisschen Dingens, ja. So Metallzeugs, also so für die Blade Traps und so uns darum kümmern. Das wäre eigentlich der Plan für heute. Ich muss jetzt noch einen Teebeutel nehmen. Hier ist ja alles offen. Ja. Ja, ich werde dann trotzdem Metallteile sammeln, also. Mach das. Ich gucke jetzt erstmal, dass ich dass ich Beton und Betonblöcke hole und dann mache ich mich auch auf den Weg. Das sollte ja nicht so lange dauern, die mit Betondinger zu holen. Nee, die kann man es doch nebenbei machen, aber ich guck gerade mal. Aber ich möchte halt die nächste Nacht dann nicht mehr offen haben. Mal im Schneegebiet hier in der Stadt. Da ist die Stadt. Die Stadt im grünen Gebiet, haben wir da alle Autos auseinandergenommen? Ich glaube nicht alle. Schnellweg? Ne, hier nochmal Schnellwegpunkt.
Dann düse ich da mal hin und mach mal ein paar Autos kaputt. Und nicht mit dem Fahrrad. Nein, wir machen das hier mit den Hobbits. Da ist sogar noch ein bisschen Sprit drin. Das können wir mal nebenbei zerlegen. Nehmen wir mal raus. Ja, so fängt der Tag schon wieder echt scheiße an. Ich überlege gerade, vielleicht eine Möglichkeit bauen, dass die einfach runterrutschen. Gibt es sowas? Ganz steile. Ich glaube nicht. So, ah, oh, super. Wir haben auf jeden Fall ganz viel Zement. Das ist gut. Betonmischung brauche ich dann, ne? Oh, wir haben auch einiges an Betonmischung. Betonblöcke haben wir auch Aber noch. kein Betonmischer, ne? Ja, der ist hier halt eben. Ja. Na, alten Basis. So, und Bruchsand mache ich auch mal. Ja, hier haben wir schon, glaube ich, alles auseinandergenommen. Bei den Vororten. So. Okay, der mixt jetzt erstmal. Dann würde ich mich jetzt auch nämlich auf Flutweg begeben. Ich wage mich in die zerstörte Stadt. Da willst du hin? Okay. Ja, ich wage mich dahin. Ich bin jetzt einfach mal mutig. Wir haben ja noch 3 Tage, um unsere neue Basis zu befestigen. Ja, aber ist doch schon mal gut, dass wir jetzt einen Schwachpunkt gesehen haben. Ja. Und das nicht bei der blutroten Nacht. Ja. Ich bin wirklich gerade was am Überlegen, und zwar, dass wir so eine Art Rampe bauen. Kann man, und zwar so eine Rampe, wo quasi so ein Schlitz quer ist, wo dann die Blade Traps so rausgucken. Das wäre eigentlich geil. Ja. Ich habe nicht verstanden, was du meinst. Tut Hier, mir leid. wenn ich jetzt zum Beispiel diese Brückenstufe sehe, Ja. das über uns quasi, und in der Mitte guckt dann so noch eine Blade Trap raus, dass wenn die runterlaufen, quasi davon den Blade Traps noch einen mitkriegen. Ja, ich würde da oben einfach nochmal aus Beton halt eine richtig fette Kante machen und oben drauf auf dem Betonding halt Blade-Traps. Laufen die da so oder so durch? Naja, die haben sich ja gezielt, ja, echt runtergegraben, ne? Ja. Das haben die früher nie gemacht. Nein, da sind die einfach nur blöd drüber gelaufen. Ja. Wir brauchen einfach mehrere Generatoren, ordentlich Blade Traps. Ist dann dein Part, die Blade Traps zu bauen. Tilda ist mutig, Was ist hier in der weil sie gegen Garage? Ein Auto. Oh, da ist schon mal eine Garage. Alle schon weggelootet? Ja, zumindest diese eine Garage, aber da sehe ich schon mal ein Auto. Muss nur aufpassen, dass ich nirgendwo in eine Bombe reintrete.
Puff und Matthias ist weg. Haben wir schon jemals versucht, eine Schaukel oder so auseinanderzunehmen? Ich glaube nicht. So. Ich erwische es auch nicht. Dann kann man Schaukeln vielleicht nicht auseinandernehmen. Oh, doch hier. Teil der Rutsche. Oh, hier ist ein Shotgun-Messiah. Ah, den durchsuche ich nicht. Ich bin nämlich auf Autogedönsjagd. Ja, das war die Schaukel, die Rutsche. Bringt aber nichts Besonderes. Was denn? Ich bin in ein Loch gefahren. Oh. Okay, also irgendwie ist diese zerstörte Stadt nicht so ergiebig. Oh. Hier sind ja ein paar Leute. Hi. Machen wir mal da hin. Guck mal, was wir da so finden. Dahin. Scheiße, ein Köter. Scheiße, ein Köter. Oh, Gott sei Dank hier oben. Na komm her, du kleiner Scheißer. Sack, bleib doch mal hier. Oh, du scheiß Vogel. Ich töte dich. Haha. Vogel. Noch ein Vogel. Scheiß Vogel. Ich hab hier einen scheiß Hund. Oh, das war nicht schön. Oh! 20 7mm Patronen. Ups. Na, wo bist du denn, du kleiner Scheißer, hä? Juhu, ein Motor! Juhu, einen toten Köter. Muss ja anders gemacht werden, das war so. Du mal zerlegen. Ich will ja nichts sagen, Heinrich, aber was machst du da in einem Haus, wenn du... Mods finden, Schrotmunition. Ich bin hier erstmal auf dem Dach gegangen. Die Hunde sind so schnell.
Wenn du da einmal vorbeischlägst, dann, ja, bist du tot, ne? Na gut. Hast noch mal ein paar Bolzen für mich? Gieriger Hund. Und außerdem gucke ich hier auch in den Garagen, weil wir hier wahrscheinlich schon auch schon ein paar Autos so weggelootet haben hier. Na gut. Ja. Was ist das denn hier? So ein Junkyard. Oh, da stehen ein paar Autos. Oh, der ist gut. Hab auch einen Motor gefunden. Juhu! Warte, hier ist irgendwo eine Schlange. Und da kommt schon wieder ein Vogel. Da ist die Schlange. Schlange! Ja, das war mal eine Schlange. Die nehme ich jetzt auseinander. Gibt mir immerhin ein bisschen Fleisch. So, ich bin ja auch beim Krankenhaus. Hier waren wir ja auch vor vielen, vielen Folgen. Oh, das ist lange, lange her. Ja. Haben wir versucht, den Bus auseinanderzunehmen? Ja, nicht beim Krankenhaus, aber wir haben es prinzipiell schon mal gemacht und es war nicht so geil. Es hat ewig gedauert, aber es hat nicht wirklich viel gebracht. Hm, dann nehme ich das Auto hier. Ich glaube, die Hauptstraßen sind wir schon mal abgefahren, aber die ganzen Nebenstraßen halt nicht. Ja, deswegen bin ich jetzt hier gerade mal in den Süden gefahren, weil wir uns da noch nicht so viel bewegt haben. Wie kommen wir dann an Ölschiefer? Ich weiß es nicht. Ich habe das immer nur ab und zu mal gefunden. Ja, Man ich kann, auch, aber. also zumindest vor der Alpha 17 konnte man auf jeden Fall aus Mais irgendwie Spiritus herstellen und damit konnte man dann auch, glaube ich, Bio-Benzin machen. In der Chemiestation geht das. Ja, komm mal her, kleiner Mann. Oh, da ist ihm was durch den Kopf gegangen. Was sind denn hier nur Scheißautos? Die sind ja schon alle kaputt. Deswegen sind die wahrscheinlich auch nur da. Ja, wahrscheinlich. Ja, einen Motor habe ich bis jetzt gekriegt. Ja, ich auch. Also, ist jetzt nicht so der Hit. Ah, hier ist aber auf jeden Fall eine Zapfsäule. Die nehmen wir auch gerne mit. Nö, hier ist nichts. Ich will doch nur Autos. Auch nicht. Deswegen gehe ich jetzt auch gerade nicht in diesen Junkyard selber rein. Wobei, da könnten natürlich auch Autos drin sein, eventuell. Oh, Hunde. Ja, Hunde sind da meistens drin, ist so laut. Sorry, ich habe mich gerade erschreckt. Die Ohren. Wow, fuck, 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 fuck. Scheiße, ich sterbe Leuchtezombie, ich gleich. bin weg. Ach Mann. Scheiße, ich muss hier weg, ich muss hier weg, ich muss hier weg. Ja, das dachte ich mir auch gerade. Und tschüss. Na toll, und hier ist jetzt ein toller Parkplatz. Jetzt, wo ich nichts mehr zum Verbinden habe. Toll.
weit nichts. Oh, warte, ich habe Stofffetzen, daraus kann ich mir wenigstens Verbände machen, dass ich nicht mehr verblute. Steht da rum, du dummes Vieh. Haben wir schon mal versucht, so ein Leuchtturm zu überfahren? Stimmt. Versuche ich's mal. Dann drehen wir uns. Stirb doch mal, du Kackvieh. Drin. Nee. Jetzt reicht's mir. So ein kleiner Autofriedhof. Oh, ein Hammer. Also ich war schon mal sehr viel erfolgreicher dabei. Autos zu looten? Ja. Oh, ich habe gerade jemanden den Kopf weggeschossen. Sieht mir auch selten. Also ich meine damit, was Motoren angeht in den Autos. Ja. Ich meine, gut, ich kriege hier jetzt super viel Sprit. Das ist ja auch nicht zu verachten. Zwei Autos. Und ein dicker Zombie. Aber so ein, zwei Motörchen hätte ich schon gerne. Oh, das ist aber schnell. Okay, der ist schneller als ich. Bleib doch mal stehen, du kleines Arschloch. Okay, der ist schneller. Dicky, dicky Mann. Wow. Immer noch nur ein einziger Motor. Los, steig auf da. Ach. Einmal zu viel auf E gedrückt. Jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Das ist eigentlich sauer. Na, jetzt kommt er. Na, seid ihr wach geworden? Juhu, endlich noch ein Motor. Ich überlege gerade, ob man nicht Schalbeton oder sowas machen kann. Also noch besser als Beton. Bestimmt. Irgendwie so ein Stahlgerüst, das man dann mit Beton kann oder so. Ich glaube, ich gucke mir das mal in der Nacht. Das geht bestimmt, ist aber bestimmt sau teuer. Ja gut, aber wenn dafür unsere Basis nicht auseinandergenommen wird in einer Runde. Ja, wir haben ja nicht so viel Fläche, ne? Eben. Da kann man das ja mal testen. So, bevor ich jetzt nochmal weiter gucke, haben wir hier noch was. Ja, fuck you, alter Nemesis. Nee. Nö, da habe ich keine Lust. Nemesis, hast du keine Lust? Ja, vor allem mit roten Augen. Oh mein Gott. Er kommt da, ich versuche ihn wegzulocken. Na komm. Ja, spring rüber. Komm.
Na komm schon. Ja, komm. Boah, jetzt hat er also keine Lust oder was? Ach, das tut aber. Gut. Gut. Komm. Hol mich. Komm, komm, komm. Oh, jetzt ist er motiviert. Uiuiui, da läuft er. Da läuft er. Na komm. Ja, komm. Komm, komm weiter weg. Ja, komm. Schön machst du das. Hehe, und tschüss, du kleiner Wichser. Jetzt fahren wir hier einmal im Kreis und dann war's das mit dem Nemesis. Ey, was ist das denn für eine Straße hier? Holla, lieber Alter! Fick dich! Das ist ja schon fast amerikanisch, diese Straße. Aber die zwei Fahrzeuge will ich unbedingt mal auseinandernehmen jetzt hier. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Doch hier, ne? Ja, dieses zerstörte Gebiet ist zwar echt immer ein bisschen gruselig, weil überall eine Bombe sein könnte, aber hier sind auch so in der Landschaft liegen immer mal wieder irgendwelche Autos. Ja, das ist gut, aber... Füße? Oh! Oh, scheiß Vogel, ey! Stirb! Ja, fuck you! Aber... Ja, doppel-fuck you! Ey, geh doch aufs Fahrzeug, du! Fuck you! Oh. Diesmal hab ich extra einmal geklickt und dann saß er zu spät am Fahrzeug. Das nervt langsam. Bin ja nur noch am krepieren. Ja, du haust unten durch, willst gucken, ob da ein Zombie liegt, und dann kommen sie von oben, die Grünen. Na, mit oben habe ich nicht gerechnet. Naja. Leih mir mal dein Auto, ne? Ja, ja. Oh, cool, hier ist ein Gefängnis. Na, die Gefängnisse waren noch nicht so geil. Ja, ich weiß. Sieht aber trotzdem cool aus. Ach, in 2 Stunden müsste ich mich aber auch, glaube ich, langsam auf den Rückweg. Er ist ja nicht weit weg. Ich hasse Vögel! Also, im Spiel hasse ich Vögel. Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass du die Vögel im Spiel meinst. Ich habe auf jeden Fall ganz viel Sprit. Das ist gut, ich habe ganz viel nichts. Also, ich habe schon über 2000 Sprit gesammelt. Ja, wie das Haus, was ich, die Stadt, diese Vorstadt, die haben wir jetzt, glaube ich, schon zu oft angeguckt. Da ja. Hast du höchstens in den Garagen noch Fahrzeuge. Das war's. Ja. Oh, okay, weiter darf ich nicht fahren, weil da kommt radioaktives Gebiet. Na, hast du
ein Ende der Karte erwischt. So, ich will jetzt aber kurz vor Sonnenuntergang noch meine Sachen haben. Ja, das kann ich verstehen. Das Auto ist das wirklich, es ist langsamer als Motorrad, ne? Ja, es ist langsamer. Fuck. Kann man das Auto auch aufnehmen und ins Inventar packen? Ja. Wenn es dein Auto ist. Ach ja, ist ja nicht meins. Das heißt, du müsstest dein Motorrad aufnehmen und mit dem Auto zurück. Ja, das stimmt, aber Motorrad kann ich nicht aufnehmen, weil da Sachen drin sind. Oh, ey, ah, Mann, nein. Ah, was ist hier los? Ah, Hilfe! Vogel! Verbinde dich! Arschloch! Mann, ich werde gerade mal in Ruhe auf die Karte. Ist Arsch. Arschloch! Du, 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 du. Wieso kann ich denn da nicht zurückfahren? Na gut, dann muss ich halt die Strecke zurück. Ja, was ist das so? Musst du die Strecke nehmen. Komm schon mal nicht pünktlich nach Hause. Ja, ich werde zur alten Basis fahren, weil ich da dann noch Zeug mitnehmen möchte. Ausbeute war jetzt nicht so geil mit zwei Motoren. Ist aber besser als nichts. Hattest du nicht einen Schrottplatz gefunden? Ja, aber da waren leider nicht so viele. Es war nicht so ergiebig wie gehofft. Und das bringen ja nur wirklich diese Autos, die nicht schon eine komplette Karosserie sind. Also die ja nur noch diese letzte Stufe haben, die bringen die ja nicht. Meine dumme Frage, kann man mittlerweile Motoren selber bauen? Nee, ne? Keine Ahnung, kannst ja mal nachschauen an der Webcam oder so. Ja, kann ich gerade eben nicht. Ja, ich auch nicht, aber prinzipiell könnte man das ja mal nachschauen. Ja, vielleicht geht das ja. Boah, hier überall. Wäre ja nicht schlecht, wenn man sich selbst Motoren bauen könnte, ne? Alter, ich kack ab. Was ist jetzt schon wieder los? Naja. Ich sehe mein Motorrad, sehe ich. Ah, da ist mein Rucksack, okay. Rucksack, jetzt liegen da. Ach, die Leuchtezombies liegen wieder drin. Das ist ja ein Megaloch. noch ein Loch. Ja, mein Zeug habe ich, aber Ausbeute war absolut scheiße. Ja, wie gesagt, zwei Motoren habe ich. Ja, einen habe ich. Das ist nicht viel. Oh nee, ist das hier ein Weg? Doch, das ist ein Weg. Ist das ein Weg? Ja, das ist der Weg. Ah, ich bin jetzt auch auf dem Heimweg. Ich werde mal gucken, ich werde auch schauen, inwiefern man irgendwie so Stahlbetonblöcke machen kann. Bevor ich noch mehr Betonblöcke mache und den Beton dafür verrate. Mhm. Ich glaube, in einer Kiste hatten wir schon diese Stahlgerüst-Dinger, ne? Ja, ja. Aber wenn die mehr halten als die normalen Betonblöcke,
dann wäre das auf jeden Fall sinnvoll. Ja, brauchen wir nicht viele, also. Würde ich nämlich einfach mal so einen Block bei uns zu Hause damit machen. Dann sehe ich ja, wie viel das. Was für eine Wertigkeit da hat, genau. Ich mache trotzdem erstmal das Loch, was sie gegraben haben, aufgemacht haben, mit ganz normalen Pflasterstein zu. Das ist gut, dass es wenigstens zu ist. Ja. Also fährst du zur neuen Basis. Mhm. Und weiter nach Eisen buddeln. Alles klar. Ja, ich glaube, dann machen wir erstmal einen Break, weil jetzt fahren wir ja zu unseren Basen, ja. Und ja, machen so Standardkleinigkeiten. Buddeln, Sachen vorbereiten und Zombies überfahren. Juhu! Ja, der Tag war halt nicht so gelungen, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber mal sehen, wie der nächste wird. Schaltet wieder ein, lasst ein Abo, ein Like da. Würde uns alles sehr freuen. Ansonsten haut rein, bis nächstes Mal. Ciao. Tschüss.